18 Uhr, da sind wir wieder. Schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu RON-TV. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Und wie immer haben wir die Sendung natürlich wieder vollgepackt. Was wir ganz genau vorhaben, das weiß heute keiner so gut wie Sven Marcinkowski. Das stimmt, ich habe ja die Sendung irgendwie auch zusammengebaut. Ne? Mit der Aktion Holt ihr die OB können sich Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafner ihre Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zu sich holen. Wir haben sie begleitet, wie sie die Aktion Brückencafé besucht hat. Außerdem waren wir bei den Barber Angels. Die schneiden Obdachlosen kostenfrei die Haare und geben ihnen damit mehr als nur so ein bisschen Lebensgefühl wieder zurück. Und im Sport haben wir mit Adlerspieler Philipp Hungerecker gesprochen. Der hatte jetzt gerade sein Debüt in der Nationalmannschaft. Das und mehr jetzt bei RON. Holt die OB. Das klingt fast ein bisschen wie ein Kinderspiel, ist aber ein Projekt für Menschen in Ludwigshafen. Dabei können alle Bürger online für ein Anliegen werben und dem Projekt mit den meisten Stimmen stattet dann die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck einen Besuch ab. Genauso hat es auch das sogenannte Brückencafé gemacht. Was das genau ist und wie sehr man sich dort über diesen politischen Besuch gefreut hat, das weiß Caroline Unger. Auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Ludwigshafen verteilt die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gratis Muffins und Kaffee und sagt auch noch Danke. Ein Dankeschön fürs Fahrradfahren. Oh, Dankeschön. Die freiwilligen Helfer des Brückencafés machen das zweimal im Monat. Heute hilft Jutta Steinruck. Sie wollen sich damit bei allen bedanken, die sich gegen das Auto und für das Fahrrad entschieden haben. Das alles ist ein Teil der Aktion Hol die OB. Jetzt war zum ersten Mal die Auswertung am Monatsende und da habe ich beschlossen, die ersten drei Gewinnerprojekte zu besuchen. Das Brückencafé hat Platz 2 gemacht. Ich hatte eh schon länger mal vor, hier vorbeizugucken, weil ich die Initiative, die Idee sehr, sehr gut finde und deswegen bin ich heute hier. Die Fahrradfahrer freut's. Wie finden Sie das jetzt, dass die Bürgermeisterin Ihnen heute Morgen das Frühstück bringt? Prima. Ich bin gestern Morgen hier ausnahmsweise mal über diese Brücke geradelt, einfach mal zu sehen, wie es hier lang geht. Und habe unten das Schild stehen sehen und habe mich extra heute Morgen auch wieder auf den Weg hierher gemacht. Haben Sie sich denn schon mit der Frau Steinruck unterhalten, mit der Oberbürgermeisterin? Ist momentan schwer, sie ist seit 10 Minuten im Gespräch, aber da brennen mir noch ein paar Fragen auf der Zunge. Die möchte ich auf jeden Fall noch loswerden, ja. Und was mit Ihnen? Nur ganz kurz guten Morgen gesagt und freue mich, dass sie gekommen ist und uns unterstützt. Auch die Brückencafé-Mitarbeiter haben sich mit einem ganz bestimmten Anliegen beworben. Wir würden uns wünschen, dass auch in den Städten, innerhalb der Städte, es Radschnellwege gibt. Nicht eben diese Radwege, die einem nur zum Fahrradfahren verleihen, sondern es gibt ja Leute, die einfach nur von A nach B wollen, wie ein Auto eben auch. Egal ob für den Umweltschutz oder ein anderes soziales Anliegen, wenn auch Sie eine Idee für eine Entwicklung haben, dann stellen Sie es auf der Seite www.holdiob-ludwigshafen.de vor. Stimmen dafür viele ab, kommt die Oberbürgermeisterin auch bei Ihnen vorbei. Ich freue mich, wenn Sie den direkten Kontakt zu mir suchen und mir Ihre Projekte im Rahmen dieses neuen Formates zeigen. Und wenn es die Zahl der Autos auf der Konrad-Adenauer-Brücke reduziert, umso besser. Wolfgang Mangold ist zu uns gekommen, einer der Mitgründer des Brückencafés. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie groß war die Freude, als es hieß, die Oberbürgermeisterin kommt Sie tatsächlich besuchen? Die war eigentlich richtig groß, weil dadurch kommt das Brückencafé aus der Grauzone ins Offizielle. Wie haben Sie den Besuch heute empfunden, beziehungsweise wie hat denn Frau Steinruck reagiert auf das, was Sie da tun? Also Frau Steinruck hat das Ganze voll mitgelebt und unterstützt und man hat ja auch dann eben gehört, dass es eben schon länger ihr wohl im Auge liegt. Das ist ja eine Aktion, bei der Sie mit relativ einfachen Mitteln den Menschen einfach eine Freude machen und Danke sagen. Wie kamen Sie denn ganz konkret auf die Idee damals? Ganz konkret war das über einen Internetbeitrag über Portland, Oregon. Weil da gibt es das Frühstück auf Brücken schon seit über 10 Jahren. Auch eben klein angefangen und mittlerweile packen sie wirklich dann eben die Gaskocher aus und backen Pfannkuchen direkt oben auf der Brücke. Wir haben es ja eben im Beitrag schon gesehen. Die meisten Menschen freuen sich ja, wenn sie sie sehen, wenn sie Frühstück bekommen, wenn sie einen Kaffee bekommen. Was waren so die schönsten Reaktionen, die Ihnen bisher passiert sind, wenn Sie dort geholfen haben? Also das Schönste war ein Kommentar von einem älteren Herrn, der aus Mannheim zu Fuß rüberkam.
Der hat dann gemeint, jetzt wo er uns sieht, wisst ihr, warum alle Sachen mit dem breiten Grinsen immer entgegenkommen. Und das hat er vorher sich wahrscheinlich immer gewundert. Das ist ein tolles Projekt. Uns haben ja jetzt sicherlich auch einige Leute gesehen. Brauchen Sie noch weitere Ehrenamtler? Freuen Sie sich über weitere Mitglieder? Also es gibt noch jede Menge Brücken im Großraum Mannheim-Ludwigshafen. Und wenn sich irgendwas Ähnliches dann auf einer anderen Brücke dann wiederfindet, wär das eine feine Sache. Was würden Sie sagen, wird denn grundsätzlich in Ludwigshafen genug für die Fahrradinfrastruktur getan? Oder würden, es ist ja auch kurz angesprochen worden im Beitrag, oder würden Sie sich da noch ein bisschen mehr wünschen im Sinne der Radfahrer? Es wird schon einiges getan, aber es liegt auch noch vieles im Argen. Dann hoffen wir mal, dass das noch so weitergeht, dass Sie noch jede Menge freiwillige Helfer bekommen und dass Sie so weiterhin so vielen Menschen Freude schenken können. Vielen Dank für Ihren Besuch und für die Informationen. Jo, danke sehr. Danke auch. Und wir machen jetzt weiter mit Menschen, die ebenfalls Gutes tun. Die Barber Angels sind ganz besondere Friseure und sie waren jetzt zum allerersten Mal im Einsatz in Mannheim. Und die Männer und Frauen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Bedürftigen und Obdachlosen kostenlos die Haare zu schneiden. Was die Ehrenamtler antreibt und wie diese Aktion ankommt, das wissen Natalia Höppner und Dalin Jonasson. Waschen, schneiden, föhnen. Was uns alltäglich erscheint, ist für die Menschen wie Andrea, die sich im Mannheimer Haus der Caritas einfinden, etwas ganz Besonderes. Andrea lebt seit 4 Jahren auf der Straße. Ihr letzter Haarschnitt ist 10 Monate her und meist legt sie eigentlich selbst Hand an. Ihre Frisur muss alltagstauglich sein. Was pflegeleicht ist, weil ich nachts im Schlafsack mit einer Mütze auf bin, jetzt wo es kalt ist und dann die verfilzen so schnell die Haare, ne? Und dann hast du keine Chance mehr. Es soll kurz sein, praktisch. Die Barber Angels, Friseure im Rocker-Outfit, haben sich zum Ziel gesetzt, Obdachlosen Lebensfreude zurückzugeben. Und zwar mit dem, was sie am besten können. Es liegt mir in den Händen, was ich kann. Ich habe Kamm und Schere. Damit mache ich jeden Tag sehr, sehr viele Menschen glücklich im Salonalltag. Und genau dieses Instrument, habe ich gedacht, setze ich ein für die bedürftigen Menschen, welche sich diesen Luxus nicht leisten können. Kaum vorstellbar, dass man bei einem vermeintlich simplen Haarschnitt von Luxus ausgeht. Doch Klaus Niedermeier, der Gründer des gemeinnützigen Vereins, weiß sehr wohl, wovon er spricht. Er ist bekannt als Figaro aus Biberach, arbeitete bereits in London, Paris und Los Angeles. Glamour benötigt hier aber niemand. Es sind die einfachen Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Obdachlose sind nicht gewohnt, dass man sie anschaut, sind nicht gewohnt, dass man sie anspricht oder gar anfasst. Und die kommen meistens, schauen auf den Boden, in doch etwas gebückterer Haltung laufen sie her. Und wenn sie aufstehen vom Stuhl, dann stehen die meistens ganz anders da, strahlen und die Augen leuchten. Mit der Lederkluft wollen die Barber Angels eine gewisse Nähe zu ihren Kunden aufbauen. Ohne Schnickschnack. Vertrauen kann schneller aufgebaut werden. Die Barber Angels wissen, dass sie mit dieser Aktion mehr leisten als nur Haare schnippeln. Wir schaffen es als Friseure, Menschen für eine halbe Stunde glücklich zu machen. Und wenn das dann noch ein bisschen hält, ein paar Tage, toll. Mehr können wir nicht. Die Welt können wir nicht verändern, aber wir können ein bisschen Glück schenken. Auch bei Andrea kommt das Wohlfühlprogramm sichtlich gut an. Wie fühlt sich das an, so ein frischer Haarschnitt jetzt? Ganz anders wie ein neuer Mensch. Super. Knapp 100 Köpfen hat die Crew an diesem Tag die Haare kostenlos geschnitten und den Obdachlosen damit ein Stückchen Lebensfreude zurückgegeben. Über dieses wirklich tolle Projekt hat meine Kollegin Dalin Jonasson mit dem Gründer noch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich stehe jetzt hier mit Klaus Niedermeier, der hat diesen Verein gegründet. Herr Niedermeier, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen überhaupt? Also die Idee, die kam zu mir. Ich lag auf dem Sofa, es war minus 15 Grad kalt und ich habe einen Bericht gesehen über frierenden Menschen in München. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Ich bin Friseur, ich kann nicht die ganze Welt retten mit meinem Geld, was ich habe. Aber mir ist eingefallen, dass ich jeden Tag Kamm und Schere in den Händen halte und dadurch sehr, sehr viele Menschen glücklich mache bei mir im Geschäft. Und dann ist der Funke gefallen, helf Menschen auf der Straße, bedürftige Menschen, dass sie sich nicht mehr von vorne weg durch ein etwas schlechteres Outfit von den Haaren her abgesondert fühlen, sondern dass sie durch einen Haarschnitt wieder in die Gesellschaft hineinschmelzen und dadurch eventuell auch mehr Chancen bei einer Wohnungsbewerbung, bei einer Jobsuche und so haben, dass sie nicht von vorne weg gleich auf die Straße gestempelt werden. Das war die grundlegende Zündung-Idee.
klasse, dass die Leute sich ganz anders fühlen hier, nachdem sie hier auf dem Stuhl saßen. Das haben wir ja schon gesehen in dem Beitrag. So haben sie eigentlich alle Lederkluften dabei an? Also sie sind ja alle ähnlich angezogen. Was hat es damit auf sich? Also diese Lederkluft fiel mir denn ein, da ja viele Friseure dazu neigen, sich immer so mit Markenklamotten und Bling-Bling so, sich zu umgeben, habe ich gesagt, nee, wenn wir diesen Verein gründen, möchte ich auch eine Uniform für diesen Verein haben. Und diese Lederkluft, welche wir tragen, unsere Uniform, soll die Gemeinschaft stärken, das Zugehörigkeitsgefühl zu unserer Gruppe stärken und vor allem die Hemmungen abzubauen gegenüber unseren Bedürftigen, wo wir nicht mit Markenklamotten und Schicki-Schicki machen möchten, sondern einfach alle neutral gleich ausschauen. Und ich finde das Outfit cool, gefällt mir. Gefällt mir auch und ich glaube, es gefällt auch allen, die hier sind. Ich danke Ihnen, dass Sie sich noch mal kurz Zeit genommen haben. Im Sport geht es heute um eine fast vergessene Sportart, die wir Ihnen gerne wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufen möchten. Und außerdem haben wir mal wieder bei den Adler Mannheim vorbeigeschaut. Das zeigen wir Ihnen gleich. Vorher gibt es aber noch eine etwas unschöne Nachricht für alle, die ihr Auto gerne in Heidelberg abstellen. Denn Parken soll dort im kommenden Jahr teurer werden. Zumindest in den Parkhäusern der Stadtwerke. Eine Stunde parken soll dann 1,80 Euro und damit 30 Cent mehr kosten als bisher. Und auch bei den Parkscheinautomaten werden wir uns wohl darauf einstellen müssen, dass wir ein bisschen draufzahlen. Wie viel das genau wird, darüber will der Gemeinderat in der kommenden Woche abstimmen. Wir machen jetzt aber erst einmal weiter mit Tracy Wittig. Die hat weitere Nachrichten aus der Metropolregion für Sie zusammengefasst. Brand auf Mülldeponie. Das Feuer, das gestern Nacht in Mannheim ausgebrochen ist, hat sich vermutlich selbst entzündet. Das hat die Polizei heute bekannt gegeben. Kunststoffe und Hausmüll sollen sich dabei gegen Mitternacht entzündet haben. Per Katwan wurden Anwohner informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir hatten hier massive Rauchentwicklung. Aus diesem Grund hat sich der Führungsstab dann auch sehr schnell entschlossen, die mobilen Warneinrichtungen, das heißt Katwan und die Radiosender zu informieren. Wegen des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden. Aktuell gehen die Behörden von 5.000 Euro aus. Erklärungsbedarf. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel geht nach massiver Kritik im Zusammenhang mit der Gruppenvergewaltigung von Freiburg in die Offensive. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter lag bereits zuvor ein Haftbefehl vor, der aber nicht vollstreckt wurde. Im Zuge dessen kam heraus, dass in Baden-Württemberg insgesamt 20.000 Haftbefehle vorliegen. Vor dem Innenausschuss wurde auch deutlich, dass die Zahl offener Haftbefehle im Land die Größenordnung anderer Bundesländer hat und in den letzten Jahren konstant geblieben ist. Die Kriminalpolizei in Baden-Württemberg wird sich im nächsten Jahr auf den Bereich der Sexualstraftaten in besonderer Art und Weise konzentrieren, fokussieren. Mitte Oktober soll eine 18 Jahre alte Frau nach einem Disco-Besuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. 8 Verdächtige sitzen in U-Haft. Die Polizei sucht inzwischen nach 2 weiteren Verdächtigen, da sie weitere Körperspuren gefunden hat. Kinder können mitentscheiden. Zum zweiten Mal hat heute in Mannheim der sogenannte Kindergipfel stattgefunden. 150 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren haben sich seit September mit Themen zu einem kindergerechten Mannheim auseinandergesetzt. Am Nachmittag haben die Kinder die Ergebnisse vorgestellt und sie an den Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und den Gemeinderat übergeben. Die Ideen kommen dann direkt als Vorlage in die nächste Gemeinderatssitzung. Im Frühjahr 2019 sollen dann erste Ergebnisse daraus feststehen. Wir kommen jetzt zu einer Sportart, die viele von uns, wenn überhaupt, noch aus dem Schulsport kennen. Die Rede ist von Prellball. Und genau das wird in Ludwigshafen auf allerhöchstem Niveau gespielt. Immerhin ist die Truppe in der vergangenen Saison sogar deutscher Meister geworden. Grund genug für meinen Kollegen Philipp Köhl, sich das mal genauer anzuschauen. Prellball gehört in Deutschland zu den vergessenen Sportarten. In Ludwigshafen allerdings nicht, denn bei der Männermannschaft des TSV wird Prellball großgeschrieben. Aber worauf kommt es beim Rückschlagspiel eigentlich an? Es ist ein Spiel, also vom Turnen ursprünglich hergekommen. Bewegung ist da gefragt, dann die Ballreaktionsspiel, Ball einschätzen können und vor allem Spannung. Und du bist laufend in Bewegung, es gibt kaum Ruhezeiten, sondern bist immer aktiv. Ne? Das Netz ist mit 40 cm ziemlich tief. Das Spielfeld insgesamt etwas kleiner als beim Volleyball. In der Bundesliga spielen sie 4 gegen 4, im Training können es aber auch mal weniger sein.
Der TSV spielt in der Bundesliga-Staffel Süd und muss damit kreuz und quer durch Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Leben können die Spieler von ihrem Sport aber bei weitem nicht. Viele studieren noch oder sind ganz normal berufstätig. Neid auf Fuß- oder Handballkollegen kommt aber nicht auf. Ich denke, bei uns steht das Finanzielle nicht so im Vordergrund. Wir machen das ja aus Spaß an der Freude und ja, ist natürlich Wettkampfsport, aber nein, wir aufs Geld gucken wir nicht. Die Prellballer konzentrieren sich viel eher auf ihren sportlichen Erfolg. Und der konnte sich in den vergangenen Jahren sehen lassen. Höhepunkt die deutsche Meisterschaft in der vergangenen Saison. Trainingsfleiß und akribische Vorbereitung lohnen sich eben, auch wenn es extrem knapp war. Es ist immer schwierig, deutscher Meister zu werden in der Prellballmänner 1 Bundesliga. Wir haben schon öfter mal damit geliebäugelt, weit zu kommen, aber jetzt haben wir uns endlich unseren Traum erfüllt und sind auch deutscher Meister geworden. Das war gut fürs Selbstvertrauen. Auch in dieser Saison grüßen die Ludwigshafener wieder von der Tabellenspitze. Die Qualifikation für die nächste Meisterschaft ist deswegen auch schon fest eingeplant. Das auf jeden Fall. In erster Linie ist halt bei uns jetzt so, dass wir die Qualifikation erreichen wollen. Gehe ich von aus, das schaffen wir, weil wir eigentlich eine ganz gute Mannschaft haben. Jetzt geht es für den TSV aber erst einmal in die Winterpause, ehe Ende Januar beim Heimspieltag die nächsten Punkte eingefahren werden sollen. Und wir gehen aufs Eis. Bei den Adler Mannheim, derzeit souveräner Spitzenreiter in der deutschen Eishockeyliga, reißt das Verletzungspech einfach nicht ab. Jetzt werden auch noch Neuzugang Cody Lempel und Nachwuchstalent Moritz Seider im Heimspiel am Freitag gegen die Kölner Haie fehlen. Schon vor der Länderspielpause meldeten sich Chet Kolarik und Marcel Gotsch ab. Seider verletzte sich an der Schulter und wird den Adlern 4 bis 6 Wochen fehlen. Cody Lempel zog sich im Mannschaftstraining eine Adduktorenverletzung zu und muss voraussichtlich 3 Wochen pausieren. Positive Nachrichten gibt es aus Adlersicht aber auch. Phil Hungerecker hat sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert und mein Kollege Philipp Köhl hat mit ihm gesprochen. Phil Hungerecker hat am vergangenen Wochenende noch seine ersten Länderspiele bestritten. Jetzt hat er wieder den Mannheimer Adler auf der Brust. Phil, wie haben Sie denn Ihr Länderspieldebüt erlebt? Ach, ist auf jeden Fall ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Wie gesagt, es war mein Traum, immer mal das die Farben von meinem Heimatland vertreten zu dürfen. Und das ist passiert am Wochenende. Ja, wie gesagt, ist ein sehr schönes Gefühl. Wie schwer fällt denn nach solchem Ereignis die Umstellung auf den Liga-Alltag wieder? Weil es geht ja jetzt sehr schnell. Oh, gar nicht. Wie gesagt, es ist schön, das Nationaltrikot überzuziehen. Das war eine schöne Erfahrung. Jetzt wieder der Liga-Alltag. Die ganzen Jungs hatten eine Woche frei. Wir sind wieder dazugekommen, haben heute das erste Mal wieder zusammen trainiert. Und ja, es ist eigentlich so wie immer. Also immer gut drauf, alle, das ist ganz gut. Super. Die Adler, Sie haben es gesagt, die Jungs hatten frei, aber es waren 8 Adler insgesamt beim Deutschlandcup. Wünscht man sich ja nicht nochmal eine Woche mehr frei oder ist das für euch kein Problem? Nee, ist für uns kein Problem. Wir haben den ganzen Sommer darauf trainiert. Wir können, wie gesagt, mehr Spiele spielen. Wir trainieren dafür den ganzen Sommer, also für uns ist es jetzt kein großes Problem. Ja gut, ihr habt ja auch 13 von 17 Saisonspielen gewonnen in der Liga, seid zu Recht Tabellenerster. Was macht euch denn so stark in der Saison bisher? Ja, wir sind laufintensiv. Wir warten nicht so ab auf die Fehler von dem Gegner, sondern wir wollen den Gegnern zu Fehlern zwingen. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, aber wir haben noch eine lange Saison vor uns. Und ja, am Freitag greifen wir dann wieder an und versuchen das fortzusetzen, was wir bis jetzt erreicht haben. Okay, alles klar, vielen Dank und viel Erfolg. Nach einer kurzen Pause trifft unsere Promi-Reporterin einen Sänger, den Sie garantiert alle kennen und der mir persönlich heute schon den ein oder anderen Ohrwurm beschert hat. Wir zeigen Ihnen jetzt schon mal, um wen es sich handelt und sind gleich wieder da. Hallo, ich bin's, DJ Bobo, und gleich nach der Werbung geht's weiter hier mit RON-TV. Reklame.
Willkommen zurück. DJ Bobo weiß ganz genau, wie man eine richtig gute Bühnenshow auf die Beine stellt. Und er lässt sich auch immer wieder Neues einfallen. Ja, und nächstes Jahr, 2019, ist es soweit. Dann geht er wieder auf große Tour. Und dann macht er auch Halt hier bei uns in Mannheim. Was sie da erwartet, wie eigentlich seine Kinder seine Musik finden und was passiert, wenn man DJ Bobo mit seinem richtigen Namen anspricht. All das und noch viel mehr hat der Rumi Schiemann verraten. So sieht es aus, wenn DJ Bobo Gas gibt. Und das wird 2019 wieder passieren. Ab Mitte Januar geht er mit seiner neuen Show auf Tour. Wir haben den Künstler vorab im Mannheimer Restaurant Maruba getroffen. Ihr neues Album hat ja einen besonderen Namen. Können Sie den denn mal erklären? Ja, das Album heißt Kaleido Luna und ist ein Wortspiel aus Kaleidoskop und Luna, dem Mond. Und weil wir etwas brauchten in einem Song, dem Titelsong, was so klingt wie Lalailo Lula, so was Sing-Sang-mäßiges, kam es dann zu diesem Wort Kaleido Luna. Es wird ja dann auch eine Tour wieder geben. Was erwartet denn da die Besucher? Ja, dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir mit einem Raumschiff kommen. Wir werden also in der Halle landen mit einem Raumschiff, sofern wir sie dann finden, jeweils. Nein, aber es ist wirklich so, das erste Bühnenbild ist ein Raumschiff. Und danach bewegen wir uns in verschiedene Fantasy-Welten. Das kann man mit der Videotechnologie und mit Wechsel der Kostüme kann man das sehr gut machen. Toppen kann er seine Bühnenshow nur schwer, das sagt DJ Bobo selbst. Das liege an der begrenzten Größe der Bühnen. Die Show soll aber auf jeden Fall anders werden und wie immer auch ein bisschen anstrengend für den Künstler. Fit hält er sich mit Sport, gesunder Ernährung und er verrät uns, dass er noch nie betrunken war. Eine wichtige Stütze ist auch seine Familie. Wie ist es mit Ihren Kindern? Kommen die dann auch ab und zu mal mit? Die sind ja jetzt, glaube ich, 12 und 16. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Oder bleiben die eher daheim? Beziehungsweise finden die ihre Musik cool oder hören die eher was anderes? Ich habe meine Kinder gerade vor einer Woche gefragt, du, was soll ich eigentlich denn da antworten, ja, wenn die Leute das fragen? Und dann beide so beim Essen, ja, ja, schon okay. Beide. Die so, okay, gut, Haken drunter, ist okay. Und was soll ich sagen, welche Musik ihr hört? Da haben beide lange überlegt, weil das war ihnen viel wichtiger, als was Sie über meine Musik denken, dass jemand denken könnte, Sie hören die falsche Musik. Also abgenommen von den Kindern. Der Junge hört amerikanischen Hip-Hop, muss ich sagen, hat er gesagt. Und die Tochter interessiert sich für Musicals. Ja, das ist hochoffiziell. Sie haben ja viele neue Songs, aber Sie haben natürlich, spielen natürlich auch die Klassiker, die man kennt, die über 20 Jahre alt sind. Gibt es Lieder, die Sie da einfach satt haben? Beziehungsweise freuen Sie sich dann eher mal, die neuen zu spielen oder mögen Sie beides? Mein Problem ist ja in erster Linie, dass ich mir selber auf den Keks gehen könnte, wenn ich das immer wiederhole. Also das ist so eine Langeweile von sich selbst. Und wir haben dann entdeckt für uns, wenn wir die Titel in ein neues Gewand stecken, wie die Bühne, die kriegt ein neues Outfit, neue Kostüme. Das kannst du mit der Musik auch machen. Vielleicht nicht zu extrem, aber du kannst mal einen Song unplugged spielen, dann auf der nächsten Tour wieder im Original, dann spielst du ihn wieder rockiger. Also diese Freiheiten hat man ja als Künstler. Und dann freut man sich auch auf einen alten Song, weil dann ist es ja trotzdem ein bisschen was Neues. Und so habe ich auch das Glück, dass ich nicht nur einen, sondern viele Hits habe, dann ist es nicht so schlimm. Wenn du nur einen hast, wo alle auf den ganzen Abend auf einen Song warten, das ist blöd, aber so geht's gut. Sie haben sich mit Madonna verglichen. Da war ich sehr, sehr erstaunt. Können Sie mal erklären, wie Sie das meinen? Genau, ich war ein paar Wochen vorher bei ihrem Konzert. Und die ist halt auch schief ab und zu. Und ich halt auch. Und das habe ich damit gemeint. Sie schert sich einen Scheiß drum und macht einfach. Und das fand ich eigentlich recht gut und es hat mir gefallen. Uns gefällt, wie offen und ehrlich der 50-Jährige ist. Doch eine Sache ist auch nach Jahrzehnten im Showgeschäft nicht richtig geklärt. Wie ist es denn? Wie nennen Sie denn die Fans? Also sagt überhaupt jemand René zu Ihnen oder sind Sie immer der DJ Bobo? Ich glaube schon, der DJ Bobo für die Leute. Es ist auch komisch, wenn mich im Interview, wenn du mich jetzt René nennen würdest, dann denken die Leute, die zugucken, weiß die nicht, wer das ist. Das ist genau andersrum. Also, ja, es gibt schon ein paar Leute, die René sagen, aber nicht so viele. René Baumann oder DJ Bobo, wie auch immer Sie ihn nennen wollen, treffen können Sie den Schweizer am 24. Mai 2019. Dann tritt er mit seiner neuen Show in der SAP Arena in Mannheim auf. Und wir werfen noch einen Blick auf das Wetter in der Metropolregion. Hier kommen die Aussichten.
Der Donnerstag startet mit Nebel. Und der kann sich vor allem an Rhein und Neckar ziemlich hartnäckig halten und lange für einen trüben Tag sorgen. Außerhalb des Nebels scheint dagegen häufig die Sonne, vor allem in den Bergen wird es strahlend schön. Die Temperaturen gehen leicht zurück, erreichen aber immer noch 8 bis 10 Grad. Im Bergland ist schon bei 7 Grad Schluss. In den nächsten Tagen ändert sich nur wenig. Morgens Nebel und danach können wir richtig viel Sonne und tiefblauen Himmel genießen. Dazu sind noch bis zu 12 Grad möglich. Die Nächte werden allerdings zunehmend frostiger. Ab der kommenden Woche gehen die Temperaturen auch tagsüber in Richtung Winter. Das war es schon fast mit RonTV, aber eine rasante Nachricht haben wir noch. Eine rasante Nachricht haben wir noch. Heute Mittag gab es in Mannheim eine regelrechte Verfolgungsjagd über 7 Kilometer. Dabei sind mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Und auch zwei Leute kamen da ein bisschen zu Schaden. Und insgesamt gab es einen Schaden von 30.000 Euro. Nicht schön. Nicht schön. Glücklicherweise nichts Schlimmes passiert. Nee. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder bei uns sind. Schönen Abend. Tschüss.